Hallo zusammen und willkommen zurück bei Subnautica. Es ist noch nicht alles verloren. Auch wenn die Sunbeam, so hieß das Schiff, abgeknallt wurde. Ich wollte ja ursprünglich schauen, ob es die Alternative auch gibt. Das heißt, dass wir gerettet werden. Die gibt es noch gar nicht. Das ist noch gar nicht eingebaut im Spiel. Mit anderen Worten, das hier hat passieren müssen. Alle tot, verdammt. Aber es war schön, jemanden zu hören. Kurzzeitig. Todesschreie. Hauptsache irgendwas. Okay, die Folge möchte ich folgendes machen. Ich möchte auf jeden Fall nochmal in die Aurora, denn etwas, was mir beim Spielen selber gar nicht aufgefallen ist in der letzten Folge, sondern erst beim Nachbearbeiten, in der Aurora haben wir diese automatische Nachricht erhalten, die im Falle eines Absturzes abgespielt wird. Und diese Nachricht hat gesagt, dass dieser Planet die nötigen Ressourcen beinhaltet, um selbst ein Schiff zu bauen, das den Orbit verlassen könnte. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das schon möglich ist, und fress muss ich auch was. Okay, das heißt, ich werde mal ganz kurz schauen, dass ich mich wieder einigermaßen hochpushe hier. Mit Fisch und so Zeug. Habe ich Batterien? Ich glaube nicht. Doch, ich habe eine Batterie. Geil. Okay, das heißt, wo ist eigentlich meine... Ach stimmt, ich bin mit der Seemotte noch auf der anderen Seite. Ich hole ganz kurz die Seemotte zurück und dann in der Basis werde ich mich neu formatieren. Formieren? Ich werde mich formatieren, ich lösche einfach alles an mir. Dann vergesse ich, dass ich jemals hier war und dann glaube ich, dass das hier meine Heimat ist und dann geht es mir gut. Da ist sie ja. Meine wunderschöne, selbstkonstruierte Basis. So, da werde ich dich ganz kurz hoch heilen. Und du bist fertig. Ja, Seemotte, dir geht's wieder gut. Ich freue mich. So. Welcome aboard, Captain. Dehydration detected. Ah. Fluid intake recommended. Inventar voll, okay. Essig. 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 Die gab aber, glaube ich, auch mal mehr dazu, kann es sein. So, ich werde auf jeden Fall hier noch 3 weitere Bäume anpflanzen. So. Dann können die wachsen und gedeihen. Dann, irgendwas wollte ich jetzt noch machen. Auf jeden Fall mal die Batterien, die jetzt leer sind, verstauen. Du bist voll, du bist leer, du bist voll. Ich habe 3 volle Batterien. Kann ich eine Energiezelle bauen? Habe ich Silikongummi? Ich glaube fast das nicht. Nope. Nee. Was brauche ich dafür nochmal? Was? Quarz? Ne, genau die Dinger. Okay, ich hole das ganz schnell. Einmal Silikongummi. Und eine Energiezelle. Jawohl. Okay, was kann ich noch verstauen? Ich brauche das Titan nicht. Ich brauche die Dinger nicht. Die Artefakte. Ja, ich tue es da mal da rein. Was war das nochmal? War das jetzt Lifepod 3? Nee, das ist live. Moment. Energieimpulsquelle. Wann haben wir das bekommen? Oder war das jetzt die Waffe, die da gemeint ist? Ich glaube, die meinen einfach nur die Superwaffe. Okay, Seemotte, du bekommst neue Energie. Freust du dich? Ich habe vergessen, den Fisch zuzubereiten. Du Arsch. Wir könnten auch noch kurz in das Wrack da rein. Das werde ich machen. Ich glaube, ist es das, wo wir das Bett gefunden haben? Oder war das ein anderes Wrack? Ich glaube, das war nicht dieses, aber... Kenne ich das Wrack? Ja klar, ich glaube, ich kenne das noch. Von früher. Caution. Passing safe depth. Ja, ich weiß. Okay, ich schaue mich mal um. Scanner habe ich eh ausgerüstet. Was soll sich SD in hier? Das passt. Die Dinger kann ich auf jeden Fall scannen. Ein mittlerer Kusch. Ich mag Kuschs. Die sind voll süß. Oh fuck, keine Batterie mehr. So. Ein Zwergkusch. Sind noch süßer. So,
Was haben wir hier denn noch so Tolles? Lichtstofffragment? Habe ich den nicht schon? Ja, ich hatte den schon, stimmt. Schreibtisch habe ich schon. Ich brauche echt eine zweite Taucherflasche. Das hätte ich eigentlich vorher machen sollen, aber egal. So, was haben wir da? Ah, Modifizierungsstationsfragment. Flutlicht. Okay. Die Tür geht nicht auf. Was haben wir hier noch? Habe ich? Habe ich? Habe ich? Sonst scheint es hier nichts zu geben, okay. Das heißt, ich hole nochmal ganz kurz Luft. Und dann tauchen wir kurz da rein. Oh Mann, es wird voll knapp mit der Luft. Ich hoffe, wir schaffen das. Okay, was haben wir hier? Irgendwie nichts Spannendes. Nope. Ich muss hier raus. Okay, das schaffen wir. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Bitte, das schaffen wir. Okay, Sabine? Glaub's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Orientierung? Ich glaube, ich bin Gott. Oh mein Gott, ich habe mich gerade. Oh mein Gott. Nein. Nein. Das schaffen wir. Seemotte, altes Haus, hi. Nimm mich mit. So. Es tut mir leid, dass ich dich so lange allein ließ. Ich weiß, du hast Angst im Dunkeln und im Wasser. Voll die schlechte Voraussetzung für ein U-Boot. Aua. Ich habe kein Medipack dabei, verdammt. Aber wir sind da. Das heißt... Nee, warte mal. Ist das jetzt eine andere Rampe, wo ich gerade hoch bin? Die Batterie, schön. Okay, da war ich noch gar nicht. Interessant. Lasst mich alle in Ruhe. Ist das jetzt der zweite Eingang, von dem ich erfahren habe in den Kommentaren? Möglich. Auf jeden Fall gibt es hier Kisten. Das freut mich sehr. Oh, geil. Auch gut. Gib, danke. Oh Mann, aua. Hey, ich werde gerade voll zu gespammt mit... So. Batterien hat eine Zähl, aua. Okay, ich glaube, das war's. Da ist noch eine Kiste. So. Ist jetzt auch ein Eingang? Irgendwo? Wobei ich eigentlich lieber in den ursprünglichen rein möchte, weil da habe ich schon irgendwie so einen Anhaltspunkt, wohin ich muss. Ja, ich mache das. Ich werde kurz zum anderen Eingang zurückkehren. Ich habe keine Ahnung, wo hier der Eingang ist. Irgendwo ist bestimmt so ein kleiner Eingang oder so eine Öffnung. Aber, ja. Ich möchte zu meinem geliebten, bereits bekannten Eingang. Das Feuer ist wieder entfacht. Verdammt. Ich lösche dich. So. Dann... Jetzt haben wir wenigstens etwas Zeit, um uns auch hier ein bisschen besser umzusehen. Wobei ich nicht glaube, dass ich da reinkomme. Okay. Zum Beispiel, was ist das hier? Oh Gott, ich habe mich... Au! Tödlich. Es ist tödlich. Was ich mich frage, ist, nachdem ja die Nachricht meinte, dass es hier eben die Ressourcen gibt für den Bau eines eigenen Schiffs. Und die Nachricht sagt auch irgendwas, dass die Baupläne dafür... Entweder haben wir die schon oder wir müssen sie hier finden. Das weiß ich gar nicht. Aber, wo? Da geht's zu den Wohnräumen. Da ist nix. Da ist auch nix. Mir fehlt ein Prawn Suit. Und ich habe das Gefühl, dass das der da oben sein könnte. Aber den kann ich nicht scannen. Nee, den kann ich nicht scannen. Okay. War da gerade was Scannbares? So, da hoch. Haben wir uns hier schon umgesehen? Ich glaube nicht. Da ist was zu scannen. Ach, wie geil, Glastisch.
Das Poster da hinten, das möchte ich haben. Moment. Ich rette dich, Poster. Ich rette dich. Ja, ich kann's haben. Ich freue mich. Alkohol? Den hätte ich gern. Den brauche ich. Du hast das mitgenommen, als wir an der mongolischen oder Mongolian Mining Station, also als wir dort angedockt haben. Wie teuer war es denn? 3000 Credits. Inklusive den Extras? Flüstert. Counterfeit Operators License, okay. Was ist ein De-Restricted Transfuser? Ich habe keine Ahnung, wer hat es für 3000 bekommen? It's called Negotiation, also Verhandlung. Ach, das ist einfach nur Gequatsche hier. Okay. Aber lieb. Liebes Quatsche. Warte mal, ich möchte das gern haben. Gib. Ich trinke auch gleich Wasser. So. Das nehme ich auch mit, weil meine ist bald leer. Snap. Blue. Baked potato, coleslaw, mac and cheese. Ach, wie lecker. Mülleimer haben wir schon. Das Feuer ist wieder ausgebrochen. Da ist irgendwas zu scannen, was? Ja, ich lösche jetzt mal. Ach, ein Wandregal, wie cool. Meins? Verkaufsautomat. Meins? Kann wahrscheinlich immer noch nicht benutzen. Sonst glaube ich, gibt es hier nichts. Okay. Schauen wir mal in die anderen Räume. Was haben wir hier? Was ist das? Ach, so ein automatisiertes Ding. Gefiltertes Wasser. Ich brauche unbedingt irgendwas zu essen eigentlich. Vielleicht gibt es hier irgendwo irgendwas. Da ist noch mehr Wasser, aber das ist mir gerade. Was ist das? Moment. Ich trinke mal ganz kurz. Oder ich werfe den weg. Das habe ich gehofft. Okay. Das nehme ich auch noch mit. Was werfe ich denn noch weg? Ich habe jetzt so viel Zeug hier. Das brauche ich nicht. Das esse ich und es war nicht so gut. Feuerlöscher. Ich dachte, ich hätte gerade wieder... Ach doch, ich kann... Ach so, das da. Das kenne ich jetzt einfach mal. So. Alles klar. Weiter geht's. Verschlossen. Verschlossen. Ich weiß nicht, ob ich es löschen muss, aber ich möchte gern. So. Schreibtisch, okay. Bett. Bett. Haben will. Ein enges Bett. Dankeschön. Da ist sogar ein zerbrochener Spiegel. Kann man die öffnen? Nee. Okay, da. Haben will. Ich werde meine ganze Basis mit Postern zukleistern. Das wird so schön. Da wird wieder so eine Tasche. Aber die brauche ich eigentlich nicht, weil ich dachte nämlich zuerst wirklich, dass da was drin sein könnte. Aber es ist nicht der Fall. Ich behalte sie mal im Inventar, wir können sie nachher wegtun, falls wir keinen Platz mehr haben. Noch so eine Tasche. Batterie. Betten. PDA. Altera scheint irgendwie so eine Art von Riesenfirma zu sein, also die haben ein Monopol. Ist jetzt die Aurora auch von Altera gebaut? Keine Ahnung. Noch eine Batterie. Sonst scheint es hier aber nichts zu geben. Nee. Da oben? Nee. Okay. Was haben wir hier? Au! Achso, Nährstoffblock nehme ich. So, Wasserflasche.
Ein Medipack. Das ist Manual. Altera. Da ist wieder ein Poster. Verdammt. Ich muss auf jeden Fall Platz schaffen. Tasche weg. Poster her. Batterien kann man echt nie genug haben. Ich freue mich immer, wenn ich Batterien oder eben Energiezellen finde. Da hat Ivo was zerknüllt und weggeworfen. Da ist ein Zettel, aber sonst ist hier auch nichts mehr. Wie süß. Ach fuck, was schmeiße ich denn weg? Trinke ich? Nehme ich. Haben will. Danke. Weil ich es kann. Bett 1. Mann, hier gibt es so geile Sachen. Ich möchte mich eigentlich hier einquartieren. Ich brauche keine Basis, ich bin hier voll glücklich. Ich habe voll viele Betten, voll viele Zimmer. Robin Eklund. Ist das Werbung? Keine Ahnung, auf jeden Fall nichts Story-Relevantes. Okay. Habe ich jetzt alles hier, was ich brauche? In dem Raum? Ich glaube schon. Da war ich gerade, oder? Ja. So, dich lösche ich, du Feuerchen. Lass mich hier in Ruhe. Wir haben ja mal den Code bekommen, aber ich weiß nicht, welche Tür die war oder der war. Moment, das stand. Wo war denn das? Oh Mann. 1869, mal schauen. 18. Okay, war nicht für hier, verdammt. Verdammt. Eine Kappe. Ich will die Kappe haben. Es gibt hier so geile Sachen, Mann. Was werfe ich weg? Ich werfe weg, ich werfe weg. Habe ich eine leere Batterie? Da. Du kommst weg. Du kommst mit. Aber es... Warte mal, aber mich wundert es gerade, weil es stand ja gerade Living Quarter und wir sind ja gerade in den Wohnräumen. Wo war das jetzt? Da. Das sind die Living Quarters und das ist eigentlich das Einzige, wo man einen Code eingeben kann. Oder habe ich was übersehen? Gibt es noch einen anderen Codierungsbla? Da wäre was gewesen. 18. Das wäre der Raum gewesen, aber der ist schon offen. Also ich möchte auf jeden Fall noch den letzten Teil des Prawn Suits finden, weil den hätte ich echt gern, den habe ich noch nie gebaut. Ich weiß gar nicht, wie der ist. Der ist bestimmt voll awesome und cool und mächtig stark. Ist da irgendwo vielleicht noch irgendwo ein Teil von dem Teil? Das wäre geil. Aber, nicht, ich springe ins Feuer natürlich. Nee, da ist noch einer. Kann ich den scannen? Okay. Dann müsste ich ihn aber jetzt komplett haben, oder? Jawohl, perfekt. Ich habe ihn. So, was haben wir hier? Da war ich kurzzeitig drin, aber bei weitem nicht ausgiebig genug. Ach Mist, aber eigentlich egal. Warte mal, was ist das? Kann ich das scannen? Nö. Prawnbuch, das ist das hier, okay. Gibt es hier zufällig noch irgendwo den Feuerlöscher? Da wäre einer, aber der ist gerade weg. Nun gut, was haben wir hier so? Da ist nix. Vielleicht gibt es ja irgendwo noch ein PDA, wo ein weiterer Code drin steht, weil es gibt ja noch ein paar, so ein paar Türen, die Codes brauchen. Aber... Da sehe ich jetzt nirgendwo ein Pta. Kein Pta da. Okay. Ein kleiner Raum, Prawnbucht. Antriebsraum, Seemottenbucht. Ich gehe mal. Ja, ich gehe mal da rein.
Repariere die Tür. Alles muss man hier selbst machen. Okay. Krieg ich da Moonpool-Gedöns? Das wäre so geil. Was ist das? Ist das ein Teil einer Seemotte? Okay, Seemotte habe ich ja schon. Oh, Moment. Ah, sehr schön. Was steht da? Ah, verstehe. Da ist nichts. Seemotte. Papier. Kann ich die Tür öffnen? Ich glaube nicht. Nee. Schade eigentlich. Okay. Das war's? Sonst gibt's hier nichts. Nicht mal ein lausiges PDA, das mir einen lausigen Code zur Verfügung stellt, mit dem ich dann eine lausige Tür irgendwo öffne in diesem lausigen Schiff. Was ist das da? Ach, ein roter Gabelstapel, wie schön. Kisten. Ist mir egal, aber ich könnte eigentlich eins essen. Oh Gott. Brauche ich eigentlich nicht. Aber ich wollte eigentlich eins essen, so. Dann nehme ich den neuen mit. Sonst irgendwas? Außer eklige Parasitenteile. Hm, was ich mich ja frage ist, wussten die, dass sie hier auf so einem Wasserplaneten landen werden, weil das Schiff einfach so ausgerüstet ist für so viel Wassergedöns? Oder ist das einfach so eine Standardausrüstung für alle Schiffe? Okay, Antriebsraum. Mal schauen, was hier dort zu finden. Da ist eine Kiste, die hat eine Batterie. Das ist mir egal. Da ist eine Kiste, die hat eine Batterie. Das ist mir egal. Ich brauche einen verdammten Feuerlöscher. Gibt es hier irgendwo noch irgendwo einen Feuerlöscher, der an der Wand hängt? Das wäre gerade voll praktisch. Geronimo! Okay. Hey, das kenne ich aber, den Raum. Das ist der Antriebsraum. Ach, da ist ein Feuerlöscher. Jetzt ist eigentlich auch schon egal, aber ich kann eigentlich den alten dann wegwerfen und den neuen nehmen. So. Kann ich das Ding immer noch reparieren? Ich glaube ja. Moment. Da. Dann reparieren wir die Aurora. Ja, ja, ich bin ja dabei. So. Das möchte ich auch haben. Dann werfe ich weg, dann werfe ich weg. Ich trinke Wasser. So. Oh Gott, ich bin ja fast tot. So. Ja, ich schweiße mein Schiff und mache es ganz. Ich freue mich so sehr, dann fliege ich damit weg in den Weltraum. Dort finde ich dann nichts, weil es der Weltraum ist. Eigentlich hatten wir echt Glück, dass es ein Wasserplanet ist. Es hätte echt schlimmer kommen können. Es hätte ein Lavaplanet sein können. Versuch dort mal mit einer Sauerstoffflasche zu überleben. Das wäre ein bisschen schwer. Ich suche Löcher, Löcher, Löcher im Reaktor. Zeigt euch doch nun, ich hab was zu tun. Ja, ich suche Löcher, Löcher und schweiß sie zusammen. Zwei gibt's noch und ich bin verstrahlt. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Naja, eigentlich schon jetzt, wo die Sunbeam zerstört wurde davon. Aber trotzdem. Ich habe auch nichts Wichtigeres zu tun eigentlich. Verdammt, ist mein Leben langweilig. Okay. Yay. So, was ich mich jetzt frage ist, gibt es hier immer noch einen zweiten Ausgang? Auto-Decontamination Sequence initiated. So, gibt es hier jetzt irgendwo? Aquatic radiation levels are estimated to return to safe levels in T-minus 3 days. Yay. 10 hours. Okay, gibt es hier noch irgendwo einen zweiten Ausgang jetzt? Irgendwie nicht so. Was, da war was zu scannen, aber. Ach so! Warte mal. Ich scanne euch. Ihr seid lieb. Bluter. Eigentlich bin ich der Bluter hier, wenn ihr mich beißt. Ich schwimme dir nach. Okay. Da ist wieder so eine Tür und ich habe den Code nicht. Das ist so unfair. 1, 2, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 1. Mann, liegt da noch irgendwas rum? Da ist ein PDA. Moment. Da. 6483. Ich werde mal kurz
Speichern. 6483. Ist das das Labor? 6483. Okay. Das Labor. Oh Mann, da gibt es geile Sachen. Moment, ich muss mal kurz Luft holen. Verdammt, ich muss Luft holen. Verdammt, ich muss woanders hin. Da kriege ich Luft. Und los. Nicht in den Strom rein, nicht in den Strom rein. Brav. Dann Inventar wieder etwas leeren. Das heißt, ich werfe weg, ich werfe weg, ich werfe weg. Das werfe ich weg. Essig. Ach, wie groß ist denn das Ding, bitte? Verdammt. Oh Gott, was tue ich denn weg? Trinke ich. So, das habe ich schon. Das ist nix, das ist nix. Das ist alles nichts. Nur Dreck und Müll. Schreibtisch habe ich schon. So was hätte ich eigentlich gern, so einen Greifarm. Aber nein. Warte mal, da gibt's was. Blue Princess bin updated. Was kann ich denn jetzt bauen? Ist das Schiff dazu gekommen? Das wäre voll geil. Warte mal, wo? Da unten. Ist jetzt irgendwas Neues? Den habe ich. Auf den ersten Blick sehe ich jetzt nichts, was neu ist. Okay, das sehen wir dann sowieso, wenn es soweit ist. Da ist noch eine Tür. Ich muss hier nochmal Luft holen. Moment. Außer es gibt hier Luft. Gibt es hier Luft? Ja, da gibt es Luft. So. Ich schaue nochmal ganz kurz da rein. Vielleicht habe ich ja doch irgendwas übersehen. Im Labor. Das ist aber ein kleines Labor irgendwie. Wie viele Leute haben hier gearbeitet? 90. Engst zusammengepfercht. Okay, was haben wir hier so? Irgendwie gar nichts. Ach, da bin ich, da war ich ja schon. Okay, da ist der Ausgang. Und, komm schon. Komm schon. Mann, ich will da hoch. Dann eben von da aus, so. Und weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier. Lasst mich in Ruhe, ihr Spinnentiere. Ich will nichts mit euch zu tun haben. Gar nichts. Yay! Okay, Freunde, ich werde an der Stelle die Folge beenden. Also wie gesagt, wenn ich irgendwas in der Aurora übersehen habe, was wichtig sein könnte, ihr wisst es, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten werde ich in der nächsten Folge zurück zur Basis kehren und dort mal die ganzen Sachen verstauen, die wir gefunden haben. Und ich möchte echt schauen, dass wir eben diese Energie, also die Energiezellen und Batterieladestation bauen, die Betten und so weiter, dass wir uns ein richtig gemütliches Heim schaffen. Mit Plüschtier, das wird so schön. Bis zur nächsten Folge, mein Name ist Taco. Macht's gut.